Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft Vizebeast Infinity Evolved. So, da sind wir wieder. In der letzten Folge haben wir ja die Query gebaut. Und ich habe da mal so eine Kleinigkeit vorbereitet. Erst fallen wir mal den Baum hier ab. So. Zack. Wie man schon sieht, habe ich hier den Reaktor ein bisschen vergrößert. Also einfach nur um eins hoch. Ist voll. Macht noch ein bisschen mehr RF. Den machen wir jetzt hier auch mal weg. So. Nein, da rein. So. Ja, wie man schon sieht, habe ich hier zwei Energiezellen. Noch einen Motor gebaut und alles. Obsidian war ich auch schon farmen. Da können wir also bald ins Nether gehen. So hat sich aber so nichts weiter geändert. War halt nur ganz kurz ein bisschen meinen gewesen, aber sonst passt das soweit alles. So, dann gehen wir mal. Und zwar hier. Habe ich schon mal ein bisschen aufgebaut. Auch schon mal kurz ein bisschen meinen lassen, um zu testen. Und ja, so ein bisschen ist es schon. Allerdings noch nicht weit, weil das mit den Strom halt momentan noch nicht so ist. Später wird es dann besser gehen, wenn wir die Transceiver haben. So, dann wollen wir mal die Dinger da anklemmen. Aus, ja, da kriegst du drin. Und den da nehmen. Da raus und ja, passt. Ja, und da macht's so schön, schön weiter. Hier habe ich eine Void Pipe eingebaut. Einfach um ja, den ganzen Kram, was ich nicht brauche, erstmal rauszuziehen. Wobei, Cobblestone berüchtigt demnächst vielleicht doch ein bisschen was. Weil dann werden wir langsam anfangen, unser Haus zu bauen. Lassen wir mal so ein paar Stacks da mit durchgehen. Und ja, um das alles noch ein kleines bisschen besser zu puffern, habe ich mir hier noch einen Generator gebaut. Der kriegt jetzt hier noch ein bisschen Kohle. Da werden wir demnächst noch eine Holzfarm bauen, dass das alles ein bisschen besser läuft. Erstmal vorübergehend. Ist halt nur der Anfang. Aber ja, so ein bisschen macht er ja. Die ist gleich schon wieder leer, wie man sieht. Also ja. Wenn nicht, lass man, wie gesagt, erstmal auf die 20.11 laufen. Ist ja meine Güte. Passiert ja nichts. Ist ja erstmal nur so, dass wir ein bisschen nebenbei kriegen. So, das haben wir auch gebaut. Oh, zack, Bette, schlafen gehen. So, als nächstes werden wir, denke ich, mal so eine kleine Expedition starten. Und zwar auf der Suche nach einem Dorf. Weil ich würde gerne so eine Tinkers Construction anfangen. Und da hätte ich gerne so eine Tinkers Schmiede. Gut, die Hinstelle weiß ich zwar auch noch nicht, aber das finden wir schon Platz. Und der kann erstmal weg hier, der nimmt noch Platz weg. Darin erstmal. Ja, das. Hier haben wir noch 30. Da ist noch Holz. Das können wir da noch mit drin machen. So. Passt jetzt ein bisschen besser. So, dann würde ich sagen. Jo, gehen wir einfach mal da lang. Brauchen wir noch irgendwas? Nee, nee, nee. Nö, eigentlich nicht. Dann gehen wir einfach mal los. Gucken, was wir so Schönes finden. Und ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Okay. Wollen wir mal gucken, was da so. Ist das ein Apfelbaum? Kirschen. Kirschbaum, cool. Lassen wir auf jeden Fall mal stehen. Joa, ne? Oh, was haben wir hier? Na, guck er an. Oh, was sehen wir denn da? Na, da werden wir dann das nächste Mal gleich mal reingehen. Ja, findet man ja leicht wieder. So, dann gehen wir mal auf die Suche nach einem Dorf oder sowas.
Wow. Ist das so ein Obelisk? Weil das wäre nicht schön, wenn das hier in der Nähe wäre. Ah, das ist irgendwie nur ein halber. Weil die sind nicht so schön, wenn man die in der Nähe hat. Oh, warte mal hier. Na, Steuer. Quarried Stone, okay. Hier mal Industrial Craft 2 Rubberbäume, Keys. Uff. Da kommt schon wieder Jungle. Nanu. Machen wir einfach den da und dann. Auch durch den Jungle habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu laufen. Gucken, kommen wir da hoch? Vielleicht sehen wir da mehr. Ey, hier blieben. So, gucken wir mal von hier oben, ob wir hier oben was sehen. Oh, nicht viel mehr. Oh, ich habe gar keine Lust, durch den Dschungel zu rennen, ehrlich gesagt. Klettern wir mal hier irgendwo drüber. Autsch. Ja, machen wir erstmal den hier. Hoch. Ist denn das hier für eine Berglandschaft? Junge, Junge, Junge. Oh, hier sollten wir nicht runter. Das sollten wir möglichst vermeiden. Und ja. Ne? Gucken, kommen wir irgendwie runter. Na klar, das geht schon. So. Mal hier rüber. Und dann rennen wir einfach mal weiter hier. Bei mehr Zeit. Sieht auch cool aus mit dem Schnee da drauf. Nanu. Sollten wir heute eine Kauleiste schieben. So, und weiter geht's. Uff, wie groß ist denn der Dschungel hier, ey? Rennen wir einfach mal da lang. Mal gucken, was wir da so schönes finden. Was haben wir? So, das. Ist das? Nee, okay. Uff. Sieht stark nach Weidebaum aus. Mal gucken. Willowwood, okay. Also Holzvielfalt haben wir hier auf. Ach, die Scheißdinger. Oh, gleich Leder. Das ist ja nett. Oh, wie groß ist dieser. Das Öl? Dieser Dschungel hier. Uff, wir hätten, glaube ich, doch in die andere Richtung laufen sollen. Haben wir Gravel? Sieht ohne Öl aus. Dann schwimmen wir einfach mal hier rüber und gucken, was es da drüben so gibt. Hier ist Clay. Wobei, Clay könnten wir eigentlich gleich ein bisschen mitnehmen. Brauchen wir später sowieso. Sacken wir mal hier alles ein, was wir kriegen können. Wenn wir kein Dorf finden, müssen wir halt mit Sand und Gravel und so bauen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber kriegen wir schnell hin.
gucken, ob ich mit dem Öl auch irgendwas mache später. Ob ich da eine Raffinerie baue oder sowas. Na, hier sieht es doch schon mal nach was aus. Aha. Landmine, okay. Warum nicht? Obsidian-Schaufel, die nehmen wir gleich mal mit. Slime. Obsidian. Das Schwert brauchen wir nicht. Bronze. Brauchen wir eigentlich nicht weiter sonst. Ja, prop. Die Tables können wir mitnehmen, brauchen wir so also später nicht craften. Ja, den hätte ich mir sparen können eigentlich. Ja. Machen wir mal eben. Ne, die wollte ich behalten. Brauche ich alles nicht. Mit Pisten. Räumen wir mal hier die Bude aus. Tach. Nanu. Jetzt arbeitet da schon wieder irgendwas im Hintergrund. Zack. Nehmen wir mal die Bücherregale oben mit. Die werden wir bestimmt später auch brauchen. Für die Endercrabby vor allem. Na, da ist noch eins. So. Nehmen wir gerade drin. Smaragdfleisch. Ist ein sehr kleines Dorf. Sehr, sehr klein. Was haben wir hier? Oh, okay. Oder sehe ich Quarz? Müsste ich mir eigentlich auch holen, weil Blade Energistic möchte ich eigentlich demnächst bald anfangen. Wie gehen da weiter runter jetzt? Nanu. Jetzt macht das schon wieder irgendwelche Updates hier. Nehmen wir mal das ganze Quarz mit. Brauchen wir ja ein bisschen was. So. Weiter in eine Mine gehe ich jetzt nicht. Ich gehe nachher in die andere Mine, was wir da vorhin gesehen haben. Na, komm her. So. So. Wo war das Dorf da? Für, würde ich sagen, wir laufen einfach mal weiter in die Richtung. Anscheinend müssen wir doch hier drüber. Also auch mal. Dann gucken wir mal. Also der Mod ist schon echt krass mit den ganzen Blumen hier überall. Das ist die nächste große Höhle. Aber Höhlen suchen wir ja gerade nicht. Oh. Suchen ja eher ein Dorf. Und da kommen schon wieder Riesenberge. Na toll. Uff. Rennen wir mal da lang weiter. Kommen wir da irgendwie durch? Ne, oh, sieht gut aus. Versuchen wir mal unser Glück. Joa, passt schon. Und hier durch. Nice. Sieht auch idyllisch aus, muss man sagen. Jetzt wird es so noch dunkel wieder. Muss doch irgendwo. Ist das Magical Wood da drüben? Magical Forest, meine ich. Könnte fast sein. Uff, komme ich jetzt hier hoch? Ja, geht. Passt schon. Wow, der war schlau. Upsala. Jupp, sieht sehr nach so einem Forest aus. Magical. Was haben wir da? Ach, das ist hier das Silverwood. Weiß gar nicht, spawnen Dörfer auch in so einem Wald? Momentan sieht es ein bisschen komisch aus. Wir laufen einfach mal ein bisschen weiter, erkunden wir gleich mal so ein bisschen die Map.
Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes. Dungeon-mäßiges oder sowas. Hier sind schon wieder alles vorbei. Schon wieder was futtern hier. So, und weiter geht's. Ach, je. So, na, dann gucken wir mal, was wir hier Schönes finden. Was steht da vorne? Ach, das ist hier wieder Bean, Magical Bees. Aber damit werde ich ohne machen. Mit dem Mod. Sieht auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Uff, komm hier. Hätte ich mir mal ein Jetpack gebaut. Und dann mal ein bisschen rumgeflogen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Ich glaube, das werden wir als nächstes doch in Angriff nehmen, ein Jetpack, das wir da was haben. Nanu. Und zack. Dann kommen wir besser von A nach B, wesentlich besser. Und danach auf jeden Fall Applied Energistics, weil das Lagersystem möchte ich schon ganz gerne so zeitig wie möglich haben. Sonst habe ich so viel Glück. Ich habe 4 bis 5 Dörfer immer in der Nähe. Und jetzt habe ich nicht eins. Na doch, ein kleines, aber kannst ja nicht zählen. Ist da. Oh, komm, sag mal was. Guck mal an, hier sogar mit Mauer. Das ist nicht schlecht. Das gucken wir uns doch mal näher an hier. Oh. Ja, das sieht ein bisschen was größer aus, auf jeden Fall. Oh. Sogar mit grünem Holz haben sie hier gebaut, okay. Interessant. Gucken wir hier. Na, hier liegen sie auf dem Boden. Okay. Was haben wir denn hier? Ja, puh, die können wir mal mitnehmen, meinetwegen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. So, gucken wir mal weiter. Das Feld brauchen wir alles nicht. Was haben wir? Hops-BPs, okay. Hier sind nur die Bücher drin. Was haben sie? Oh, was haben sie denn hier gebaut? Gucke an. Das kenne ich noch gar nicht. Hier liegt in der Gemüse. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein und gucken, was da so drin ist. Immer beim Schlafen. Wolf of Bed. Oh, 2 Dias. Das lässt man sich hier fallen. Aber eine Schmiede habe ich bisher noch nicht gesehen. Ist ja auch alle zu verwinkelt hier. Die Bücher werden wir noch wieder mitnehmen, weil wie gesagt, wir brauchen Unmengen später für die Ender Query. Und da habe ich keine Lust, später Papier, Leder zu farmen. Klar könnte man auch eine Kuhfarm bauen oder sowas. Ah, da sieht nach Railcraft aus. Aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust auf die Kuhfarm. Jetzt jedenfalls noch nicht. So, mal gucken, was hier so schön ist. Hier liegen sie gleich vor der Tür. Wow. Ist mal voll billig. Bin Brot. Hier ist auch alles zappenduster. Na, lass mich raus. Da geht's weiter. Gucken wir mal hier rein. Raycraft. Wollte ich eigentlich auch mal machen. Die, das nehmen wir mal mit. Ja, das werden wir auch mal mitnehmen. Die nehmen wir auch mal mit.
Ja, reicht erstmal. Die müssen doch eine Schmiede hier haben. Okay, da schläft aber draußen vor der Tür. Anscheinend wird er nicht reingelassen. Hier ist leer. Haben die keine Schmiede hier? Das kann doch nicht wahr sein. Die müssen doch hier irgendwo eine Schmiede haben. Das kann ja so gar nicht funktionieren hier. Gucken wir mal hier nochmal hin. Ne, sieht aber nicht so aus. Hier war ich anscheinend schon drin. Ne, war ich nicht. Oh. Moment. Ich hab ja. Machen wir mal alles. Stand nachdem er beim Schlafen. So, jetzt haben wir schon mal ein Emerald. Brauche ich nicht. Wenn er später. Ah, da steht sie. Wunderschön. Da haben wir sie. So, jetzt haben wir den Tisch, die Gussform. Und ich bin voll. Was brauchen wir denn erstmal nicht mehr? Hier kommen. Dinner brauchen wir nicht. Ja, keine Ahnung. Das da brauchen wir nicht. Die Gärten auch demnächst mal, wenn wir die Schmiede haben, den Rucksack craften, dass wir ein bisschen mehr in die Taschen packen können. Auf jeden Fall. Aber ich wollte halt erstmal die Schmiede haben, dass wir uns schönes Werkzeug wenigstens machen können. Ein bisschen was Besseres, sagen wir mal so. Und meine später, zum Endgame hin, werde ich mir dann sowieso die Sachen von Draconic Evolution holen. Kann ich dir mal kurz zeigen. Draconic. Und zwar, wo ist er? Na, wo ist er denn? Hier ist er. Draconic Stuff. Aber von denen sind wir halt noch weit, weit, weit entfernt. Sehr, sehr weit. Aber das ist dann das absolute Endgame, was ich dann auf jeden Fall haben will. Also wie gesagt, das wird ja nicht so ein 10, 15 Folgen Let's Play, also das wird schon ein bisschen länger gehen. Auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf einiges freuen. Das waren nur zwei Schichten, ne? Naja, so ein bisschen müssen wir nach. Naja, kriegen wir schon. So, das sind jetzt nochmal die Gussformen, aber die habe ich ja schon. Da sind nochmal Bücher, die ich mir holen werde. Was handelst du? Dafür ist es mir ehrlich gesagt egal. Danke. Als Smaragde brauchen wir. Für den Autospawner später. Das habe ich schon mal gesagt. Was handelst du? Ey, bleib mal hier. Crooked Fish. Und dann nur. Lass mal raus. Jo, dann haben wir soweit alles. Die Smeltery haben wir. Was ist denn das für ein grünes Männchen? Oh, ach, der war der. Okay. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir nicht mehr weiter. Wir haben ein bisschen was gekriegt. Ich werde mir hier mal kurz einen Wegpunkt setzen. Falls wir dann nochmal her müssen, so ein bisschen handeln und so. Funktioniert ja wunderbar. Muss auch T drücken. So, und da sind wir wieder. So, jetzt muss ich nur gucken, wo stelle ich jetzt die Quarry auf? Die Schmiede, mein Gott. Weil, gute Frage. Ach, die U-Bahn schon wieder. Könnte erstmal kurz das abladen. Nein, da rein.
Die packen wir auch erstmal darin. Den können wir einen Glickler essen. Hier. So. Dann werden wir mal zu Krabby gehen, auf jeden Fall. Und der Cobblestone reicht aus, auf jeden Fall. Wenn wir den mal wieder zerstören. Cobblestone, ein bisschen Eisen, Zinn. Guckt mal, ja, es geht. 50 Kohle. Das ist nicht schlecht. Cutte jetzt da. Die Kohle könnten wir eigentlich gleich wieder. Wo ist sie? Da. Die können wir gleich wieder verwenden. Machen wir wieder so. So und. Was nur Instack? Hm, anscheinend. Okay. Ja, da ist auf jeden Fall jede Menge Zinn. Ja, naja. Lassen wir einfach mal vor sich hinarbeiten. Passt schon. So, Home. Home, Sweet Home. Da haben wir ein bisschen Holz. Da werden wir mal die Dinger reinschmeißen. Der macht auch noch ein bisschen Charcoal. Passt alles. Dann noch erstmal mit drin. Kurz das alles aussortieren. Ja, komm, Clay machen wir. Nee, machen wir nicht. Wobei, so ein Stack Clay könnte ich eigentlich hier brauchen. Hier haben wir noch Sand. Dann brauchen wir noch Gravel. Dann müssen wir nochmal kurz zur Quarry. Gravel. Nein, das war falsch. Home. So. Und jetzt zeigt schon wieder irgendwas verstaut. So. Und zwar werden wir mal das wegsortieren. Dann haben wir hier Clay, Sand und Gravel. Bisschen was werden wir ja brauchen. Uff. Ja, dann macht das erstmal fertig. Die werden wir erstmal hier reinschmeißen. Gravel. Pisten haben wir ja auch. In Nether werden wir demnächst auch mal gehen, aber ich glaube, wir werden erstmal in die eine Höhle da gehen. Den brauchen wir auch erstmal nicht. Moment. In die Höhle gehen werden wir das nächste Mal, glaube ich. Gucken, was wir da noch so Schönes finden. Sind jetzt hier fertig? Ja, so gut wie. Wunderschön. Können wir gerne mal kurz die Quarry ein bisschen auftanken. Mein Gott, kann sie erstmal so ein bisschen vor sich hinlaufen. So, dann haben wir das auch. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Dann bedanke ich mich erstmal hier fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Feed the Beast Infinity. Bis dann, ciao!